Ich muss gestehen, das war heute ein Schock. Ich hätte nie gedacht, dass uns außer der russischen Mannschaft noch jemand gefährlich werden könnte. Das stimmt. Wir waren heute nicht besonders gut. Aber ich bin ganz sicher, bis zu den Spielen sind wir wieder die Größten. Wir sind wieder da. Wollen wir nach dem Essen in die Stadt gehen? Ja, mal sehen. Mila! Oh, hallo. Casey gibt heute Abend eine Party und sie möchte dich und deine Mannschaft dazu einladen. Sie würde sich freuen, wenn ihr kämt. Was hältst du davon? Eine Party? Ja, genau. Ihr müsst einfach kommen. Danke, aber ich kann erst zusagen, wenn ich den Trainer Herrn Inokuma vorher gefragt habe. Casey würde es euch ganz bestimmt sehr übel nehmen, wenn ihr absagt. Oh. Wir können nicht absagen. Das wäre unhöflich, Mila. Sie hat uns doch persönlich eingeladen. Außerdem ist so eine Party bestimmt sehr lustig. Aber wie stellst du dir das vor? Wir müssen doch morgen fit sein und spielen. Vergiss das nicht. Das stimmt. Wir sind nicht hier, um auf irgendwelche Partys zu gehen. Der Meinung bin ich auch. Wir sollten uns lieber treffen, wenn wir ein bisschen Freizeit haben. Aber so könnten wir doch die amerikanische Mannschaft besser kennenlernen. Genau. Mila? Ja? Ich muss noch mal eben in die Stadt fahren. Ich bin bald zurück. In Ordnung. Einen Augenblick noch. Was gibt's? Wir sind von der amerikanischen Mannschaft zu einer Party eingeladen worden. Dürfen wir hingehen? Das musst du selbst entscheiden. Es ist schließlich deine Mannschaft. Ich finde Herrn Inokuma einfach großartig. Was machen wir jetzt?